Autismus gibt mir sehr viel mit in meinem Leben als Schauspielerin, als Mensch. Und vor allem als Schauspielerin, weil wir da so viel mit Äußerlichkeiten zu tun haben, Oberflächlichkeit. Und der Buddhismus hilft mir dabei, eigentlich eben diese Gedanken loszulassen oder nicht festzuhalten und zu reflektieren. Auch von der Lama habe ich immer gehört, wir müssen nicht nur da sitzen und meditieren und Rosenkranzen drehen und Butterlampe anzünden und dann meint man, das ist alles fertig. Er sagt, wir müssen mehr nachdenken an sich und sich beobachten. Und das ist mir Und einmal. nicht nur dich selber, sondern eben das dann nach außen tragen eigentlich. Genau, Also denn für wenn den anderen du. Menschen. Ich meine, ich finde immer, dann kommt dann ich, also für mich ist es immer so, wenn man eben so alleine meditiert für sich und alles ist für sich, Genau. ist ja auch wieder egoistisch und das ist ja eigentlich der Buddhismus nicht. Das Doch, geht ja das auch kommt um ja dann Mitgefühl. automatisch, wenn ich selber beobachte, dann mehr sehe ich, was ich Fehler mache. Und wenn ich das herausfinde, dann muss ich probieren, nächstes Mal ein bisschen besser zu machen. Also meine Mutter ist vor alles selbstverständlich. Das, was sie macht, ist das denn gemacht?